Willkommen bei der Simple Show. Wir sind wieder hier bei Dr. Med. Heinz Lüscher in seiner Praxis und wir reden über die konkrete Therapie mit integrativer Medizin. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an den Verein Dementality.com. Das ist ein Verein mit großem Herz für Demenz. Checkt euch mal den Link aus, das ist wirklich eine gute Sache. Vielen Dank, die haben auch Fragen gestellt und die werden wir hier auch einfließen lassen. Also, Heinz, schieß los. Was machst du konkret hier in deiner Praxis, wenn jemand kommt, der eine Diagnose hat, Demenz? Das ist jetzt hier, der vergisst Sachen, Phase 1, Phase 2. Was machst du konkret? Also wir fangen an mit den Omega-3-Fettsäuren. Wir brauchen mindestens 2 Esslöffel pro Tag von Fischöl oder von Algenöl. Schmeckt nicht so gut. Das ist manchmal bei Dementen auch ganz schwierig. Die wollen das nicht und verweigern dann die Aufnahme. Also bei Omega-3 hier wichtig das DHA. Ideal ist immer, wenn man alle oder viele verschiedene Omega-3-Fettsäuren hat, aber DHA ist für das Gehirn am wichtigsten. Dann beim Vitamin D empfehle ich 5000 Einheiten. Natürlich, wenn jemand 100 Kilo schwer ist, kann man auch noch mehr geben. Also normalgewichtige 5000 Einheiten jeden Tag. Dann braucht es Coenzym Q10. Das ist wichtig für die Energiebildung, zusammen mit dem NADH. Q10 enthält eine Kapsel 50 Milligramm und 150 ist eine Art Minimum. Ja? Also besser wäre eigentlich 300 Milligramm, aber das ist immer auch eine Kostenfrage, weil das ist nicht ganz günstig. NADH brauchen wir 40 Milligramm, auch im Minimum. Das sind 2 kleine Lutschtabletten, die man im Mund zergehen lässt. Auch eine Voraussetzung, dass der Körper daraus Energie herstellen kann. Antioxidantien hat es auch in allen Früchten und Gemüsen drin. Aber wenn schon etwas in Kapselform, dann am ersten OPC. Das Produkt, die Dosierung auch hier, 3, 4 Kapseln, so viel man mag, oder? Phosphatidylserin, ein wichtiger Stoff. Das muss man ein bisschen schauen auf dem Markt. Das muss man eingeben im Google, Phosphatidylserin, und schauen, welche Firma in welchem Land das herstellt. Dort sind es 2 bis 3 Kapseln pro Tag. Und bei Kokosfett haben wir ja schon besprochen und hier ist die Dosis auch, je mehr, je besser, aber so einen gehäuften Esslöffel Kokosfett hinunterzuschlucken ist nicht ganz einfach. Was ist das? Die Minimummenge ist ein gehäufter Esslöffel. Und nicht zuletzt braucht es auch eine Darmbehandlung. Wir haben ja das erklärt im vorhergehenden Video, dass eben die Energie in den Hirnzellen fehlt, weil die Mikronährstoffe nicht da sind. Und wenn ich jetzt zusätzlich den Darm so behandle, dass er mehr Mikronährstoffe aufnehmen kann, dann habe ich auch wieder einen Effekt. Jetzt, wenn du den Bogen noch ein bisschen weiterspannst zu integrativen Medizinleistungen, was habt ihr da noch? Jetzt auch hier bei Wise Medicine, was wendet ihr hier noch an? Also was wir auch gerne empfehlen, das ist eine IHHT-Behandlung. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. IHHT heißt ja Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie, also mal zu wenig, mal zu viel Sauerstoff. Also es ist eine Behandlung an einem Gerät, wo man eine Maske im Gesicht hat und dann das Gerät mal zu viel, mal zu wenig Sauerstoff abgibt. Das erneuert die kranken oder schwachen Mitochondrien in den Hirnzellen und dadurch regenerieren Hirnzellen. Natürlich nur jene, die noch leben. Was schon abgestorben ist, können wir nicht mehr retten. Und als allerletzte Stufe können wir auch Infusionen anbieten mit einem Stoff, der heißt Phosphatidylcholin. Ich kann nicht genau erklären, was im Gehirn passiert, aber wir wissen, dass die Neurotransmitter, die eben natürlich für die Funktion des Gehirns sehr wichtig sind, einzelne davon werden erhöht. Also dort ist wahrscheinlich die Wirkung, dass diese Neurotransmitter, die den Übertrag von einer Zelle auf die andere, also die Meldung oder die Impulse, dass das verbessert wird. Mit all diesen Therapiemethoden ist das Ziel ja eben nicht, dass es sich verbessert, weil du sagst ja, die Hirnzellen, die können nicht einfach nachwachsen. Da geht es einfach darum, stabilisieren, dass es nicht schlimmer wird. Ist das der Ansatz? Ja, das ist das Hauptziel. Also wenn es Verbesserungen gibt, das kann es schon geben. Das habe ich auch schon gesehen, aber eben nur bei Patienten, die wirklich alles mitmachen. Danke für den Einblick. Das war's zum Thema Demenz. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss.